Und weiter geht's. So. Ich wollte gerade sagen, ob wir das schaffen. Wow. Aber da war ich schon abgerutscht. Wow, creepy. Das hat was von Shattered Memories. Ist das unser Unfallwagen? Ich fürchte ja. Ist da? Ach, jetzt eine Interaktionenfunktion. Oder ist das unser Unfallwagen? Das finde ich cool. Oh, das war anscheinend nur ein kurzer Moment. Wahrscheinlich sind wir bewusstlos geworden, als wir hier ins Wasser gestürzt sind. So könnte ich das jetzt interpretieren, dass wir uns in dem Moment dann vorgestellt haben, wir wären halt am Unfallort. Sekunde, nochmal ganz kurz Pause. So, sorry, jetzt geht's aber weiter. Wo kam ich denn jetzt her? Da unten. Und hier ist nichts, oder? So, hier geht's einfach runter, okay. Und dann kommt auch schon das nächste und ich glaube das letzte Kapitel. Immer noch in der Höhle. Oh. Wow. Ah ja, hier hat einer seinen Kerzenvorrat liegen. Trotzdem irritiert mich das sehr, dass auf einer verlassenen Insel überall die Kerzen brennen. Das ist schon... rechts oder links? Rechts oder links? Oder in der Mitte durch? Ich gehe rechts lang. I sat here and watched two jets carve parallel white lines into the sky. They charted their course, and I followed them for 21 minutes until they turned off near Sanford and were lost. If I were a gull, I would abandon my nest and join them. I would starve my brain of oxygen and suffer delusions of transcendence. I would tear the bottom from my boat and sail across the motorways until I reached this island once again. Ich würde gerne den Steg entlang gehen. Ich mache das jetzt einfach. Da oben haben wir wieder irgendwelche Physik. Platsch.
Manchmal springt der dann irgendwie von allein oder so, oder was auch immer das soll. Es muss ein wunderschönes Örtchen gewesen sein, als es hier noch nicht völlig kaputt war. Eigentlich ist es auch jetzt noch ein ziemlich... Oh. Und das ist übrigens gar kein Leuchtturm. Das ist irgendein Radiosender oder also ein Sendeturm. Und das sind also die weißen Linien, die in den Fels gehauen werden, sobald hier jemand stirbt. Ziemlich viele weiße Linien. Das hat was von Totenlicht dann mit den Kerzen hier überall. Ich folge einfach mal hier dem Pfad draußen. Dear Esther, I find each step harder and heavier. I drag Donnelly's corpse on my back across these rocks, and all I hear are his whispers of guilt, his reminders, his burnt letters, his neatly folded clothes. He tells me I was not drunk at all. Haben wir sie gekillt? Sind wir schuld an ihrem Tod? Ja, so wie sich das anhörte, sind wir das offensichtlich. Und ich trage eine Leiche auf meinem Rücken. Ich würde mir gerne auf den Rücken gucken, aber ich habe ja nicht mal Arme, um da hinzugreifen anscheinend. Folgen wir dem Kerzenschein. Das kann so falsch nicht sein. Da haben wir wieder irgendwelche Gleichungen. Da ist... Hä? Ein Foto. Was ist das hier? Ein Rückzugsort? Haben wir uns selbst vielleicht hier verschanzt, als wir gemerkt haben, dass wir jemanden getötet haben, als wir schuld waren? Wann ist das tot? Und es soll angeblich eine zweite Geistererscheinung von ihr geben. Ich habe nur die eine gesehen. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob das eine war. Autoteile. Hall, by the roadside, by the exit for Damascus, all ticking and cooled, all feathers and remorse, all of these signals rooted like traffic through the circuit diagrams of our guts, those badly ridden boats torn bottomless in the swells, washing us forever ashore. Zumindest heißt hier irgendjemand Paul. Was? Him? Was? Ich kann das nicht lesen von so nah dran. Ich werde da weggehen. Heaven? Was? Light from heaven. Shone around him. A light from heaven, ja. From here, I can see my armada.
I collected all the letters I'd ever meant to send to you, if I'd have ever made it to the mainland, but had instead collected at the bottom of my rucksack, and I spread them out along the lost beach. Then I took each and every one, and I folded them into boats. I folded you into the creases, and then, as the sun was setting, I set the fleet to sail. Shattered into 21 pieces, I consigned you to the Atlantic, and I sat here until I'd watched all of you sink. Dann habe ich tatsächlich vorhin ein Papierboot gesehen, was da dem Wasser, also dem, was da entlang getrieben ist. Oh, da sind ganz viele. Kann ich da irgendwas lesen? Ja, aber nichts Zusammenhängendes. Invalid, irgendwas. Unholy, schlag mich tot. Ich finde das mit den Papierbooten, jetzt mal abgesehen von der Story oder so, ich finde das hier gerade unheimlich atmosphärisch. Ich könnte mir das auch sehr gut in einem richtigen, gruseligen Spiel vorstellen, dass man das hier halt findet und dass die zwei verzweifelten Briefe von jemandem halt und so weiter und so fort, ne? Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Toll. Finde ich, wie gesagt, atmosphärisch finde ich das super. Ich habe ehrlich gesagt die Geschichte noch nicht so ganz begriffen. Also wir sind offenbar, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, schuld am Tod unserer geliebten Esther. Tja. Und wir sind hier, vergleichen die Insel immer wieder. Uah, jetzt hing ich da fest und dachte schon, jetzt kommt irgendwas. Ach, du meine Scheiße. Or a sudden light from heaven shone around him and the hell to the ground. Da liegen Eier im Nest. Was soll uns das denn sagen? War sie schwanger? Eier sind ja immer so ein Symbol für Fruchtbarkeit. Na gut, dann gehen wir mal da hoch. Ich denke mal, wir werden jetzt auch gleich durch sein. Ob wir da noch zu dem Turm kommen? Ich bin gespannt, ob es ein Ende gibt. Oder so. Oder irgendwas in der Art. I will drag my leg behind me. I will drag it like a crumpled hatchback, tires blown and sparking across the dimming lights of my vision. I'm running out of painkillers and am following the flicker of the moon home. When Paul keeled over dead on the road to Damascus, they restarted his heart with the jump leads from a crumpled hatchback. It took 21 attempts to convince it to wake up. Was soll das mit der 21? Wir haben 21 Minuten auf den Notarzt gewartet, wir haben 21 Papierboote aufs Meer hinausgeschickt und jetzt war wieder was mit 21. Davon ist sie, oder? Könnt ihr das sehen? Da hinten ist nochmal ein Licht in der Ferne, nicht die hier vorne, die Kerze, sondern die da hinten. Und da sehe ich sehr sicher eine menschliche Silhouette. Ich habe keine Ahnung, ob man das im Video sehen kann. Mal sehen, ob es sich als irgendwas anderes herausstellt, wenn wir näher kommen. Nee, da steht definitiv einer.